Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Ich habe euch ja versprochen, es geht weiter mit G-Dur und jetzt spielen wir einfach unser bekanntes Lied Alle meine Entchen statt in C-Dur in G-Dur. Ich hole wieder unser Virtual Piano her. Hier haben wir nochmal die bunten Kugeln und wenn ich jetzt den ersten Ton, also G, mir suche, ein bisschen größer machen hier, also ein G und dann kann es losgehen. Ich spiele einfach die Tonstufen der Reihe nach. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese 6 Töne meiner G-Dur-Tonleiter kommen vor. Habe ich jetzt Glück gehabt. Das Fis ist zwar angezeichnet, kommt aber in dieser Melodie nicht vor. Oder wenn ich es mit den Tonnamen bezeichne, die könnt ihr ja mitlesen. G, A, H, C, D, D, E, 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 G. So, das Fis wäre übrigens hier. Brauche ich jetzt aber bei diesem Stück nicht. Trotzdem wird es vorne angezeichnet, damit ich auch weiß, dass ich in diesen Noten in G-Dur zu Hause bin. Okay, das war's. Euch noch viel Spaß beim Probieren und bis zum nächsten Video. Da gibt es dann wieder ein Rätsel für euch.